Unser Webinar wird in Kürze gestartet. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Unser Webinar wird in Kürze gestartet. Bitte bleiben Sie in der Leitung. So, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Helmut Schindelwick und ich begleite Sie durch das Webinar über das CaseWise-Portal und seine Funktionalitäten. Zunächst schauen wir uns etwas die Anwender- und die technische Sicht von dem CaseWise-Portal an, um zu verstehen, wofür wir das verwendet und dann später auch die verschiedenen Anwendungsbereiche besser verstehen zu können. Über die Standard-Anwendungsbereiche werden wir auch dann in die dezentrale Datenbewirtschaftung, Change Control oder das Portal als Hub für die Automation näher eingehen. Das Kernthema sind natürlich die neuen Funktionalitäten im Release 2009.2. Diese werden dann auch in der Live-Produktpräsentation anschließend gezeigt, wie die E-Mail-Kollaboration, SharePoint-Integration oder auch die neuen Navigationsmöglichkeiten. Die Portal-Anwenderübersicht ist ein wichtiger Bestandteil für die Kollaboration, denn es zeigt, welche Benutzergruppen, welche Teams sollen oder können denn zusammenarbeiten. Da haben wir zunächst einmal die Compliance- oder Standard-Teams, wir haben die Unternehmensarchitekten, die operativen Teams oder die Service-Manager vielleicht, und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Teams, die verschiedene Initiativen haben, wie Six Sigma, Failure Mode Effect Analysis, Value Stream Mapping und so weiter, und versuchen das Unternehmen in verschiedener Hinsicht zu optimieren. Allen eigens ist natürlich eine eigene Methode, ein eigener Weg, wie ein Ziel erreicht wird. So das Compliance Team zum Beispiel fokussiert auf Prozessmodellierung im herkömmlichen Sichtweise, aber auch natürlich auf Standards, auf Compliance-Anforderungen, die dokumentiert und zu den Prozessen assoziiert werden sollen. Natürlich auch notwendig für die Compliance-Teams sind die verschiedenen Dashboards, die verschiedenen Analysen der Audits, intern oder extern. Auch hier hilft natürlich das Portal als zentrale Stelle, das zu liefern. Auch die Tasks, die Aufgaben, die die verschiedenen Teams haben, können über das Portal gemanagt werden und auch zugeordnet werden. So, das wären das Compliance-Team im Großen und Ganzen. Die Um die vollständige Webinaraufzeichnung zu sehen, besuchen Sie uns bitte unter cw-innovations.de/webinar2. Ferner erhalten Sie andere begleitende Inhalte zum Download. Und hier schauen wir uns auch einige detaillierte Berichte an, wo wir diese Daten sehr leicht aus dem Portal heraus sehen können. Natürlich ist das Portal auch die zugrunde liegende Plattform für das Taskmanagement und Webmodeller. So, ich gehe hier zur nächsten Folie. Und da wollte ich ganz kurz eine Umfrage starten. Ich starte die jetzt in Ihrem Fenster. Und zwar würde es mich interessieren, ob Sie sich mit einem dieser Anwendungsbereiche, die Sie gerade gesehen haben, identifizieren. Da können Sie eine dieser Auswahlen auswählen, entweder ja, bin nicht sicher oder nein. Also kurz zur Erklärung, bitte drücken Sie auf einer dieser Knöpfe. So, ich werde dann die Umfrage schließen. Bitte auf einen der Knöpfe drücken. Können Sie sich mit einem dieser Anwendungsbereiche, die gerade zuvor erwähnt worden sind, identifizieren? Danke. Und ich habe hier eigentlich 100% auf Ja, das freut mich, dann sind Sie im richtigen Webinar. Gut, gehen wir zum nächsten Schritt, die neuen Funktionalitäten. Zunächst einmal gibt es mehr Menüs auf der Toolbar. Sie sehen ja eine ganze Reihe von Icons und die werden wir dann in der Produktpräsentation auch durchgehen. Es gibt eine verbesserte Assoziationsnavigation und dadurch auch reduzierte Klicks. Früher hat man wesentlich öfters durch mehrere Views klicken müssen, bis man zu dem gleichen Ergebnis kommt. Das wurde reduziert. Auch die Unterstützung von der
Der Freeze Levels wurde erweitert. Das heißt, man kann jetzt über das Portal Objekte, Diagramme einfrieren in zwei Ebenen. Auch dieses Register oder Tab Status ist es ersichtlich und kann auch verändert werden. Ebenfalls eine neue Funktionalität ist der E-Mail-Versand mit Link zu Objekten bzw. Diagrammen. Die Verbesserung des Task-Management und des Web-Modellers natürlich. Aber ganz besonders hier zu erwähnen natürlich auch die SharePoint-Integration, um Dokumente mit Objekten aus SharePoint, also Dokumente aus SharePoint verbinden zu können. Gut, wechseln wir nun zur Produktpräsentation. Was Sie hier vor sich sehen, ist das Casewise Portal mit einem Standardmodell, unserem Governance Risk and Compliance Modell. In Bezug auf Navigation ist es intuitiv. Sie können hier sehr leicht hinein und hinaus zoomen und Sie haben auch eine Navigationshilfe hier oben links. Überall, wo ein Plus-Symbol ist, kann man in die Tiefe sich verfeinern. Das ermöglicht natürlich dann die Navigation von einer Ebene zur nächsten Ebene. Das ist natürlich ein Weg und der kann natürlich auch teilweise mühsam sein, vor allem wenn man sehr viele Hierarchien durchwandern muss. Eine einfachere Möglichkeit bietet natürlich hier auch die Suche auf der linken Seite. Das heißt, wir können hier zum Beispiel gleich direkt zu unserem Prozess oder Diagramm Incident Management gehen und ich kann auch gleich die Suche einschränken, dass ich nicht alle Objekte durchsuchen muss, sondern eben nur die Diagramme. Und innerhalb von kürzester Zeit sehe ich dann das Ergebnis mit 20 Objekten und eines dieser Objekte hier unten, das Incident Management, ist das Diagramm, mit dem wir jetzt hier weiterarbeiten. Um den Bildschirm größer zu machen, können Sie diese Liste hier oben verschieben oder sogar ganz minimieren, sodass man viel Fläche für das Diagramm hat. Im Diagramm natürlich können Sie Eigenschaften und andere Objekte anlegen, aber schauen wir uns vielleicht zunächst einen Prozess an, den Prozess Incident Management, der hier in der Mitte ersichtlich war. Als Benutzer können Sie hier natürlich jetzt die verschiedenen Icons verwenden. Das heißt, wir könnten hier neue Prozesse erstellen oder auch editieren. Dahingehend gibt es nichts Neues. Wir sehen hier auch das Freeze-Level, das wir hier eingeben können. Wenn wir es auf Freeze-Level 2 setzen, können nur Administratoren dieses Objekt verändern zum Beispiel. Hier sehen wir dann auch die Assoziationen. Wir können hier eine Assoziation zu einem existierenden Objekt erstellen. Das können wir vielleicht gleich machen. Und in unserem Fall wählen wir hier ein Key Performance Indicator aus. Unter der Annahme, dass unser Incident Management Prozess nun zu neuen Key Performance Indicators assoziiert werden soll. Und hier habe ich dann schon eine Liste meiner KPIs, die ich hier auswählen kann, nach Belieben. Ich kann sie hier auch filtern nach verschiedenen KPI-Kategorien. Und wenn ich mit der Auswahl zufrieden bin, kann ich diese Auswahl eigentlich sehr leicht bis jetzt. Und zwar geht es um die vollständige Webinaraufzeichnung zu sehen, besuchen Sie uns bitte unter cw-innovations.de/webinar2. Ferner erhalten Sie andere begleitende Inhalte zum Download. Kollaborative Funktionalität im Portal und dieser Workflow macht eigentlich nichts anderes als im SharePoint eine neue Webseite erstellen und anschließend wird diese neue Webseite mit Dokumenten gefüllt, die für diese Angebotserstellung notwendig sind oder diese später hinzukommen. Gut, gibt es weitere Fragen? Nein, sehe ich soweit nicht. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie dann in einem späteren Seminar vielleicht wiederzusehen und wünsche noch einen schönen Tag. Um die vollständige Webinaraufzeichnung zu sehen, besuchen Sie uns bitte unter cw-innovations.de/webinar2. Ferner erhalten Sie andere begleitende Inhalte zum Download.